Wir sind in Monterra und starten heute den Kaffeeklatsch, indem wir einfach einmal mit allen Leutchen, zumindest die mit einem Namen, quatschen. Nehmen die mal ihr Essen weg. Das ist ja keine Truhe. Es sollte keinen Stress geben. Obwohl, die gucken mich an. Ich hätte denen ihr Essen nicht wegnehmen sollen. Naja, will man machen. Jetzt ist zu spät. Ist hier noch was? Nee. Genau, weil hier sind die Sklaven. Da hatten wir in der letzten Folge diese Leibwächter weggejagt. Die werden hier jetzt gar nicht befreit. Ich dachte, die würden befreit werden. Die sind noch immer da. Naja, gut. Schauen wir jetzt mal bei der Ausgrabungsstätte, so hieß es ja. Wie sieht die aus? Warum hat die Musik gerade abrupt aufgehört? Ist denn hier alles nur... Nee, der hat einen Namen. Okay, hier gibt's jemanden. Osko. Wann kommt denn endlich die Ablösung? Ich drehe noch durch. Ich auch. Ich auch. Was gibst du mir, wenn ich dich hier raushole? Aber ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Ich bin beschäftigt. Du solltest jetzt gehen. Ich kann ihn nicht rausholen. Also man kann sich nur kurz mit ihm unterhalten. Ich hatte auch keine andere Antwortmöglichkeit gehabt, ja. Der Held ist halt einfach so ein kleines bisschen, naja. Er braucht halt Bezahlungen, sonst macht er nichts. Nett ist er nicht. Ich bin ja in der Theorie nett. Aber auch nur in der Theorie. Gibt es hier noch was? Hier bin ich nicht lang gelaufen. Ich habe zwar gerade ein paar Blümchen schon eingesammelt. War da unten auf der anderen Seite. Nicht eine Kiste, die jemand übersehen hat. Nee, nur Pflänzchen. Ist aber einiges zusammengebrochen. Ja, passiert öfter in Gothic, dass immer irgendwelche Türme wegbrechen. Nehme ich aber die Pflänzchen mit. Ja. Das sind aber Leichen. Also Skelettchens. Königsdistel. Was war das denn? Sah auch gerade ein bisschen komisch aus, deshalb wollte ich wissen, kann man das einsammeln oder nicht? Naja, okay. Mit den Sklaven kann ich nicht wirklich reden. So, da oben komme ich nicht rein. Da hinten war die, oh Gott, die Arena. Schau ich mal hier nach. Was sind normale Hütten, oder? Das ist eine Kiste. Waffenbündel. In die Kiste gehe ich jetzt mal nicht. Gibt dir wieder Stress. Mache ich dann später. Die Waffenbündel kann ich mitnehmen. Die ich wahrscheinlich dann für irgendeine Quest wieder brauche. Nehme ich mal an. Am besten, du hältst dich da raus. Ansonsten sind das wirklich nur Orksöldner. Als wenn das so einfach wäre. Was hier? Kann ich die Sachen mitnehmen? Ich speichere jetzt mal sicherheitshalber. Du dreckiger Ding! Da. Da. Kann die Sachen nicht mitnehmen. Haben wir es geklärt. Ich bin nicht im Kampf. Musik, hör auf. Aber hier liegt so viel Sachen rum. Hier ist ein Assassiner auch. Reden wir mit Basir. Der auch so ein Outfit anhat. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Vielleicht. Hat auch so frische Tattoos. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Hm. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Ja, mir auch. Stimmt irgendwie.
Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, seltenes, kostbares. Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Ja, ich habe die Sachen. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Sachen verkauft gehabt oder nicht? Dann wüsste ich nicht, zu welchem Händler ich jetzt müsste, um die Sachen zurückzuholen. Er wurde überfallen hier von den einen Rebellen. Das war doch auch so eine Aktion, das haben sie doch erzählt. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Hallo? So blass bin ich auch wieder nicht. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Ich weiß, Mann, ich weiß. Warum? Warum war er jetzt so leise? Ich verstehe das nicht. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Ja. Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Nö. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Oder hat alle anderen abgestochen und ermordet. Das könnte auch sein. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Ja. Die Rebellen haben mich überfallen. Ja. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Gut, dann musste ich da nochmal hin zurück. Zeig mir deine Ware. Aber was hat der denn so für Sachen? Magierstab. Schmetterschern. Ich wollte doch einen Stab haben. Aber magische Stäbe ist jetzt die Voraussetzung. Und das kostet richtig viel, ne? Gut. Was sagt denn der Assassine? Stirb mich nicht. Der Assassine will nicht mit mir reden. Und was hat der Wirt so? Du siehst durstig aus, Fremder. Stimmt, da steht eine Kiste. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Hm. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Okay, zeig mir deine Ware, könnte ich machen. Und diese anderen Sachen könnte ich auch noch was machen. Ja, nicht so Bock drauf. Ich dachte, ich kriege hier Loots Hammer oder so. Hier ist wieder eine Truhe. Wenn ich da rangehe, werde ich auch wieder abgeschlachtet. Ich habe aber gerade gespeichert. Ich will gucken. Hey, Finger weg! Man kann es ja probieren, ne? Okay. Dann habe ich das. Gibt es ja auch dann so einer, der mir die Wahrheit voraussagt und anfängt zu schweben? An der Shisha? Das wäre lustig. Gibt's ja aber bestimmt nicht. Was gleich nur ein Goffet 2, ne? Was kann denn schon groß passieren? Gut. Hier. Ich gehe gleich raus. Aber dort gibt's einmal eine Aufgabe. Dort gibt's da noch. Hier stellt vielleicht irgendwann Autos her. Aber ach, das war so schlecht, ne? Ja, okay. Reden wir mit. Dort. Was ist das hier für ein Haus? Sein Haus wahrscheinlich. Ah, da war ich schon dran. Also habe ich nicht schon genug Probleme jetzt. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Zeig mal, was du hast. Jetzt muss ich dafür Gold ausgeben, nur damit der mir zeigt, was er hat. Okay. Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. Oh. Zeig mir deine Ware. Der hat wahrscheinlich nur schwachsinnige Sachen, wofür ich jetzt umsonst Geld ausgegeben habe. Natürlich. Natürlich. Banane? Na gut.
Hab ich ja. Ich hab's ja so dicke, ne? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ist ein Söldner. Hier. Sanford. Das ist der Bruder von dem von gerade eben. Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Ah. Die Weizensäcke, wisst ihr noch, von dem einen Bauernhof? Mit den Korndieben? Du bist hier der Lagermeister. Eine blöde Frage, das siehst du doch. Nee. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Naja. Wenn alles läuft, interessiert das keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Du solltest meinen Rat annehmen. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Ist aber schon richtig schade. Hier sind deine Weizensäcke. Alles klar, aber ich brauche 15 davon. Geh und hol den Rest. Mir fehlen 3. Ja, okay, ich guck gleich. Ich habe hier die Option, um zu schauen, ob er der eingeschleuste Rebell ist. Es lebe Okara. Du Mistkerl! Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Ich hätte das jetzt zu allen sagen können. Kann dir doch egal sein. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Verdammt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Ich kann nur für uns hoffen, dass du auch für den König bist. Du bist ein Spitzel der Rebellen. Und wenn es so wäre? Klar, warum nicht? Ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Woher wusstest du, dass ich dich nicht gleich töte, wenn du mir das Passwort sagst? Ich wusste es nicht. Hast du aber Glück, Freundchen. Ich bin der Kontaktmann der Rebellen hier in Montera. Das ist sehr schön. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wann werdet ihr Rebellen losschlagen? Das hängt davon ab, was du mir zu sagen hast. Nichts Gutes. Wieso ich? Ich habe schon viele Männer gesehen, aber niemandem hätte ich zugetraut, eine Revolution anzuführen. Ach. Du hättest das Zeug dazu. Sicher? Leider arbeitest du für die falsche Seite. Ich arbeite für keine Seite, ich arbeite für mich. Meine Aufgabe ist es, Xadar zu finden. Was wollt ihr von mir? Was muss ich tun, damit du mit mir zusammen Montera befreist? Ich komme in meiner Position als Lagermeister noch nicht mal ins Innere der Burg. Wenn du es schaffen solltest, die Orks vollständig zu unterwandern, können wir noch mal drüber reden. Erschleiche dir das Vertrauen der Orks, bis sie dich zu Varek, dem Ork-Anführer, vorlassen. Nur wenn wir an ihren Anführer herankommen, haben wir eine Chance, den Kampf um Montera zu gewinnen. Verstehe. Verstehe. Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist das zentrale Rebellenlager in Mittelland. Ich muss unbedingt mit dem Anführer von Okara, Roland, Kontakt aufnehmen. Leider komme ich hier nicht weg. Aber du kannst das. Kannst du Roland eine Nachricht überbringen? Nein, kann ich nicht. Gib mir die Nachricht, ich bring sie nach Okara. Gut, hier hast du sie. Danke dir. Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ach was. Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Hab ich das? Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Danke. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Zeig mir deine Ware. Na, was hat der? Auch nur Bullshit-Scheiß. Also das Wasser bräuchte ich halt, um Tränke und so herzustellen. Der hat eigentlich immer nur Bolzen, ne? Keine Pfeile. Okay, hier für ihn. Ich muss auch nochmal gleich zu dem Bauernhof die Weizenfässer holen. Was macht er? Ängstlicher Sklave. Nicht schlagen, Herr. Was machst du hier? Ich dachte, ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte. Sie wird sowieso von keinem mehr benutzt. Aber ich denke, ich gehe jetzt besser wieder an die Arbeit. Gut so. Mein Lieber. Ist hier noch was? Nee. Ich rede gleich mit dem Orkschmied.
ich hier noch mir die Situation angeschaut habe, aber hier ist nichts bei dem Brunnen hier. Nee. Ist auch gar nicht mehr so Spruchrollen oder irgendwie so Items versteckt, kann das sein? Ich schau mal. Kann ich hier rein? Torex-Sklave. Ich komme einfach an diese ganzen 10 Millionen Kisten nicht ran. Bis sich alle in Schlaf versetzen. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Glaubst du wirklich? Auf gar keinen Fall. Klar, warum nicht? Er hat auch keine Aufgabe für mich, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gesagt. So, dann habe ich jetzt mit denen gesprochen. Am besten, du erledigst das selbst. Und da oben ist dann die Arena. Dann würde ich jetzt, bevor ich zur Arena gehe und einen Nervenzusammenbruch bekomme, erstmal nochmal gucken wegen den Weizensäcken. Und dann auf der anderen Seite wegen den Rebellen. Die dann das göttliche Artefakt schon bei ihr eingesammelt haben. Und nicht teilen wollen. Und das mit den Kühen mache ich irgendwann, wenn ich Bock drauf habe. Oder ich bringe den Typen um, dann ist die Quest gescheitert. Auch okay. Naja, wie man das so macht. So. Müssen noch irgendwo Weizensäcke sein. 3 Stück hatte ich zu wenig. Ich weiß, Mann, ich weiß. Und sind die auf dem anderen Hof vielleicht? Ja, hier ist einer. Vielleicht 13 von 15. Uiuiui. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wieso brauchen die hier einen Alchemietisch? Ach, wegen dem Schnaps. Kurz vergessen. Die haben ja so ein kleines Problem. Klar, warum nicht? Klein. Mhm. Gut, da draußen steht kein. Doch, da steht noch. Da. 16. Okay, kann haben wir geklärt. Bringen wir weg. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier bei diesen Steinkreisen, nenne ich es jetzt mal, die sehen ein bisschen komisch aus, nichts ist. Oder noch nicht. Oder vielleicht später. Ich hoffe, da ist was. Wäre schon cool. Oder auf jeden Fall cooler. Sagen wir es so. Ich hätte mich jetzt auch porten können. Aber ich laufe hier doch gerne lang. So. Ich habe die Weizensäcke und danach, zu dem anderen Typen. Also habe ich nicht schon zu den netten Rebellen. Hier sind deine Weizensäcke. Na endlich. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Danke. Was heißt hier na endlich? Ich müsste das doch eigentlich gar nicht machen. Ich will nur kurz diese kleinen Sachen machen, die Aufgaben, und dann haben wir ja doch diesen. In der Theorie diesen einen Spezialauftrag vor uns. Ja, lass gut reden. Okay, hier gibt es auch einen Belehrschrein. Gibt es relativ viele. So, den hatte ich schon gefunden. Also bei jeder Stadt gibt es auf jeden Fall irgendwas. Ich speichere mal. Nicht, dass die Situation hier gleich eskaliert, wenn ich die auf. Ich nehme mal an, den Feuerkelch anspreche. Ich ruhe mich ein wenig aus. Hallo? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Es war doch hier. Ich müsste jetzt 2 haben. Wenn ich 3 habe, habe ich von denen den. Von denen den. Sehe ich die Feuerkelche hier irgendwo in meinem Inventar? Goldpokal. Feuerkelch 2. F5 nochmal. Stör mich nicht. Ich möchte wirklich wissen. Hä? Das göttliche Artefakt, so hieß es, sollen die haben?
Also wahrscheinlich. Oder wurde ich reingelegt? Die wollen aber nicht mehr mit mir reden. Oh Gott. Das ist ja jetzt wieder Kampfmusik. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Da ist noch so ein Mistvieh. Ich möchte eigentlich, dass der hier kurz stirbt. Wieso kann ich den nicht töten? Jetzt bin ich am wirklich Ich werde niemand vermissen. Ein Mistvieh weniger. Ich habe Ewigkeiten durch den durchgeschlagen. Na ja, gut. Also man schlägt wirklich krass durch die Gegner durch, Heilige. Ich muss was essen. Muss ich Taschendiebstahl oder so machen? Das wüsste ich jetzt auch ganz natürlich gerne. Naja. Gucke ich gleich. Ich würde erstmal kurz nach Okara. Da habe ich ja auch noch nichts gemacht gehabt. Die Nachricht wegbringen. Dann mache ich das jetzt erstmal. Da. Gucke ich mal. Krass. Ich tauche auch dort auf, wo ich das Ding eingesammelt habe. So. An wen soll ich die Nachricht bringen? Überbringen. Ich habe schon wieder wirklich. Was merke ich mir doch nicht? Sowas merke ich mir doch nicht. Roland. Ich suche nur einen Roland. Mehr mache ich hier noch nicht. Innos? Rufus? Kennen wir? Hör bloß auf in der Scheiße. Henning? Ich habe keine Ahnung. Ist das hier so ein Untergrundding? Roland kann doch überall jetzt sein. Ich habe ihn. Schwere Truhe. Das sieht ja jeder, wenn ich da reingehe. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Danke dir. Ich weiß, ich bin schon ein Süßi hier. Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Habe Tüte mit Leid. Ich habe eine Nachricht vom Lagermeister Sanford aus Monterra. Es wurde Zeit, dass er sich endlich meldet. Gut gemacht. Wir brauchen mehr Leute von deinem Schlag. Nee. Okay. Ich will hier gar nicht so viel machen. Eins nach dem anderen. Wieder zurück. Ich hätte also einige Dialogoptionen noch gehabt. Ich wollte jetzt aber erstmal hier zu Kleinigkeiten regeln. Ich probiere gleich nochmal da mit dem Händler zu sprechen. Ich habe die Nachricht überbracht. Ich habe Roland deine Nachricht überbracht. Sehr gut. Jetzt wird hoffentlich alles gut. Ja. Hier hast du deine Belohnung. Danke. Und nochmal Erfahrungspunkte. Klar, warum nicht? So. Was kann denn schon groß passieren? Nee. Es ist aber nicht abgespeichert. Ah, die hatten noch was anderes gesagt gehabt, die Leute da bei diesem. Ich denk darüber nach. Die Rebellen. Haben die das schon verhökert? Ich würde ja dieses Taschendiebstahl mal ausprobieren. Ich müsste alle in den Schlaf legen, damit die anderen das nicht. Ah, wie funktioniert denn hier Taschendiebstahl?
Ich würde es ausprobieren. Ich würde es einfach mal jetzt Just for Fun ausprobieren. Und wenn ich das, nicht nach Redock, wenn ich das hinkriege, also ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Dann kann ich halt gucken, ob da ein Feuerkelch im Inventar ist oder nicht. Sagen wir es so. So, das heißt Taschendiebstahl lernen bei unserem allseits beliebten Lieblingsdieb. Ich kenne nur einen. da. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, stopp, stopp, stopp. Erstmal nochmal speichern. Ja, nicht, dass es nachher nichts bringt. Oder der gar kein Feuerkelch dabei hat. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Das wäre mir etwas zu blöde dann. Aber es gibt schweren Taschendiebstahl und Taschendiebstahl. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickle dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Interessant. Dann lernen wir jetzt gleich noch schweren Taschendiebstahl. Dazu bist du noch nicht bereit. Dann lernen wir mal kurz Diebeskunst und nochmal Diebeskunst. Weiter so. Weil ich einfach nichts anderes zu tun habe. Zeig mir, wie ich einen schweren Taschendiebstahl ausführe. Kein Problem. Genug Talent dafür hast du. Na, im Grunde genommen musst du nichts anderes machen als bei deinen bisherigen Diebstählen auch. Ach. Ablenken und zugreifen. Schau deinem Gegenüber direkt in die Augen. Die meisten Leute finden das unangenehm und es lenkt sie ab. Dann greife zu. Es wird sich lohnen. Okay, so. Ich habe gleich mal beides gelernt. Jetzt kann ich das bei ihm machen. Ich probiere es jetzt nicht bei ihm aus. Weil wahrscheinlich kann ich nicht bei jedem das durchführen, nehme ich jetzt mal an. So, wieder nach Monterra. Ich gucke jetzt nach, ob das klappt oder nicht. Ohne es so zu speichern. Ich soll ja tief in die Augen schauen. Das kriege ich hin. So minimal. Machen wir mal ein bisschen flirty-flirty und gucken mal, ob der ein Feuerkelch in seiner Hosentasche dabei hat. Ich bin etwas verwirrt. Das war für mich jetzt so viel Andeutung. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich habe Erfahrung plus 10 bekommen und ich habe nur Gold bekommen. Also nein, kein Taschendiebstahl. Also die paar Erfahrungspunkte, klar, kann man jetzt machen. Aber nö. Würde ich jetzt nicht die Punkte für ausgeben, weil ich doch über andere Sachen, die ich kannte, denke ich mir gerade einfach eher. Nö. Einfach nö. Dann lass uns herausfinden, was der Spezialauftrag ist, den es noch für uns gibt. Oh Gott, wo hatte der Typ seine Hütte nochmal gehabt? Da? Ja. Kümmere dich besser um deinen Kram. Lass mich nachdenken. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich kann es nicht annehmen. Mehr? Warum? Nein. Aber warum? Lass mich nachdenken. Ist das dein Ernst? Hast du nichts zu tun? Das ist ja richtig blöd. Ich würde jetzt einmal Spiel speichern. Und den Spielstand nehmen, bevor ich die Folge angefangen habe. Ich schaue jetzt mal nach, ob das da geht. Weil ich vielleicht ja zu viel für die Rebellen hier gemacht hatte. Zumindest für den einen, für den Lagermeister. Es kommt noch schlimmer. Ich bin bei den Sklaven. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Sonst vielleicht noch früher, weil die Orks gestorben sind. Ist das dein Ernst? Ich kann aus irgendeinem Grund die Quest später nicht annehmen.
Das heißt, ich nehme sie jetzt an und mache den einen Bullshit jetzt gleich nochmal. Ah, das werde ich wahrscheinlich rausschneiden, keine Angst. Aber was ist denn der Job? Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Wie loyal sind die Orksöldner? Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal. Schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich will mich nicht anfreunden. Igittigittigitt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay. Stärke und Schwert und Armbrust und Schild und so ein Zeug kann ich lernen. Jetzt will ich mal kurz schauen. Kann ich ihm jetzt die Sachen geben? Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay. Also, dann haben wir das auch geklärt. Ich kann zu ihm jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, dass ich hier dieses Ding, es liebe Okara, kann ich bei ihm nicht sagen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich kann kein Doppelspion quasi sein. Was hältst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marek nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Jo. Kann dir doch egal sein. Erfahrung 500. Okay, gut. Würde ich dann aber nicht machen, dann hat sich das auch geklärt, dann liegt es nicht daran, dass man eine gewisse Reihenfolge von den Quests machen muss. Sondern, dass man halt nur eine Sache machen kann, also entweder das Rebellen- oder das Söldner-Ding. Aber in Kabdun konnte ich mehr Sachen machen. Kümmer dich besser ja. Um deinen Kram. Gut, dann haben wir das halt auch geklärt, aber die Frage ist, kann ich dann meinen Ruf überhaupt verbessern? Den kann ich doch dann gar nicht verbessern, meinen Ruf. Das verstehe ich ja jetzt nicht. Ich denk darüber nach. Ach, nicht hier. Möglich ist alles. Das ist doch alles schon wieder. Hör bloß auf mit der Scheiße. Waldvolk, Rebellen, Assassinen. Nicht das Ding. Ich meine schon hier in der Stadt. Also, wie soll ich jetzt hier den Ruf verbessern und da reinkommen, was mein Auftrag ist? Also auch vor den Rebellen, wenn ich keinen Auftrag mehr annehmen kann. Nicht muss ich 50 Millionen Arena-Kämpfe machen, oder wie? Halt! Keinen Schritt weiter! Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mir fehlen 58 Punkte. Und braucht 75. Finde ich jetzt wirklich gerade ein bisschen komisch, warum das so ist. Ich frage mich auch, ob es gerade verbuggt ist oder nicht. Weil er muss mir ja Aufträge geben, damit mein Ruf hier steigt. Aber wenn ich für ihn was mache, kann ich das für ihn nicht mehr machen. Das ist doch jetzt mal richtig kurios. Dann gehe ich jetzt mal Richtung hier bei Arena, spreche mit denen nochmal. Mit den Leuten dort. Also ich will keinen Arena-Kampf machen, ungern. Aber da sind so viele. Ashton ist der, wo man das Bescheid sagen muss. Das hätte er doch besser wissen müssen. Da sitzt ein Dan-Sklave. Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator. Also sieh dich vor. Denn? Ich weiß, Mann, ich weiß. Aber hier ist Fedor. Ah, Frischfleisch. Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege?
Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmünzen. Ich würde das okay, Geld. Hugo? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ja, stimmt. So, dann, das heißt, ich müsste ja kurz mal pennen gehen, damit wir das ausprobieren können. Das war doch noch nie anders. Den Arena-Kampf. Ich sollte erstmal einen leichten bekommen. In der Theorie. In der Theorie. Waffenbündel? Dann guck ich mal, ob das dann damit klappt. Aber das andere finde ich echt komisch. Sag jetzt mal Ashton Bescheid. Ich habe gespeichert. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Ich muss gegen ihn kämpfen? Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Du solltest meine Rat. Kann dir aber auch egal sein. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Ja, aber... Ach, da ist Dan. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Danke. Du auch. Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marek hat mir den Burschen angedreht. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Okay. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Okay, aber ich hätte Ashton kein Geld geben müssen. Und wenn ich jetzt verliere, reden wir gleich mit Dan. Ich werde auch direkt verlieren. Komm her, Börschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Au! Auf deine Deckung! Ja. Oh! Ah! Da! Da! Au! Oh! Zum Weg. Ach so. Oh. Ah. Au. Da. Gucci. Ja, ich mal diesen Pixar wieder machen. Au. Da liegt ein Schwert rum. Warum liegen hier Waffen rum? Oh. Da. Upsi, da habe ich nicht, gerade nicht drauf geachtet. Oh. Au! 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 Upsi. Nein! Nein! War so gut. Was ist jetzt los? Oh. Siehst du gut? Bis dahin. Bleib stehen! Sie sagt dazu mir, bleib stehen. Ich bin doch in der Arena. Ja, nicht so, dass ich gerade die Arena verlassen hatte oder so. Gar nicht. Okay. Das war doch noch nie anders. Ich habe ihn abgezogen. Als wenn das so einfach wäre. Da ist nichts zu holen. Kriege ich jetzt den Sklaven? Man muss eben aufpassen, was man
Was kann denn schon groß passieren? Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Oh, beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Danke. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Okay. Wer zum Sklaven? Ich habe aber keinen Ruf bekommen. Du gehörst jetzt mir. Gut. Oh, ich bin am Verhungern. Okay, ich kann nichts mit dem machen. Ich dachte, wir können hier irgendwas mit dem machen. Das ging nicht. Noch Kampfmucke hier. Okay, jetzt habe ich mit dem gekämpft. Jetzt können wir mit dem nächsten kämpfen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Dann schlafen wir mal. Bis zum Mittag, nehme ich an. Ja, ich schlafe jetzt. Dann machen wir das jetzt hier, aber ich glaube nicht, dass mein Ruf irgendwie sich hier steigern wird oder so. Ich will halt meine 500 Gold von dem Typen wieder haben. Ich finde es aber noch immer komisch, wie ich meinen Ruf verbessern soll. Was kann denn schon groß passieren? Ich weiß, Mann, wenn hier gar nichts geht. So nehmen wir Hugo. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Danke. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Jo. Suchst du irgendwas? Ja. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Okay, hier gibt's so einen Dieb. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Schön. So. Das hätte doch besser müssen. Komm her, Bürschchen! Da! Warte, es gibt einen Kampf! Es ist jetzt auf einmal hier alles so blutig. Das war es doch vorher noch nicht. Auf da! Deckung! Hugo hat du das nicht bieten? Mehr. Da! Leben. Da! Schafft er bestimmt. Der Held hat er viel Leben. Bleib stehen! Auf deine Deckung! Lass dir das nicht bieten! Nee, das ist. Aber vorhin gab es hier kein. Jetzt gibt es auf einmal Blut. Ich bin verwirrt. Da. Au. Da. Ich bin verwirrt. Vorhin gab es doch noch gar kein Blut. Die ganze Zeit auch nicht. Auch in dem anderen Arena-Ding nicht. Okay. Da. Au. Au. Da. 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 Ach komm. Der macht mehrere Angriffe hintereinander. Also, der macht ja so viel Leben, ne? Au! Dir das nicht bieten! Au! Schon, den schaffst du! Au! Auf deine Deckung! Ah, weg! Sag mal, ich hab geblockt. Da. Ohne Witz, ich hab geblockt. Was ist das denn hier? Bleib stehen! Ich verstehe nicht manchmal, das ist aber genauso, wie man durch Gegner durchkämpft. Ob das nun mit Schwert ist oder der Pfeil da durchfliegt, das ist Latte. Das ist hier genau das gleiche beim Blocken teilweise. Au! Das nicht bieten! Au! Da! Au! Auf deine Deckung! Lass dir das nicht bieten! Da! Ah.
Nein, jetzt bin ich da reingelatscht. Ich hasse das, wenn man aus Versehen da reinlatscht. Obwohl man da wirklich null das machen wollte, ne? Die Kampfsteuerung ist echt ein bisschen für ein... Ah. Okay, wir haben ihn. Ah doch, der Ruf geht hoch, der Ruf geht hoch. Da ist nichts zu holen. Okay, doch, der Ruf geht hoch. Das habe ich vorhin nicht wahrgenommen gehabt. So, dann haben wir den jetzt auch erledigt. Hier lag noch was. Lustiges Ding. Komm, steh auf. Oh, mein Kopf! Ich glaube, dann haben wir noch einen übrig unter diesen komischen Ästen. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Danke. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Tja. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Danke. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, das sind genau die gleichen Sachen. So. Haben wir das geklärt. Richtig. Aber trotzdem geht dann das haben wir noch weiter. Ashton und... Den haben wir auch noch übrig. Ja, gut. Ne? Dann schlafen wir jetzt mal bis zum Abend und dann machen wir den nächsten. Ich weiß nicht, wie man sonst den Ruf hochbekommen soll. Ich habe ja nur die Möglichkeit gerade mit der Arena. Das bei den Bauernhöfen habe ich ja schon gemacht, wenn da auch der Ruf hochging. Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet gehabt. Als wenn das so einfach wäre. Am besten du erledigst das selbst. Die Kampfmucke fängt aber so an, da besuche ich den einen noch. Wo ist denn der mit G? Hör bloß auf mit der Scheiße. Man muss eben aufpassen. Was ist da? Hose, meine ich. Oder keine Ahnung. Ich weiß, Mann, ich weiß. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst. Okay. Und dann ist nur noch Ashton, glaube ich, übrig. Als wenn das so einfach wäre. Komm her! Was hat denn der? Alter, was hat der für eine Waffe, ne? Alter, will mich doch wer kacke, ja. Was hat der für eine Waffe? Stehe auf! Das Alter, ich bin nicht so kacke, ne? Ich glaub, der kann doch. Bleib stehen! Wenn du da so ein Also, ganz ehrlich. Ich werde einfach abwarten. Wehr dich! Ein Zweihänder ist das, ne? Ein Zweihänder. Ich glaub dir kein Wort. Ich hab geblockt. Meine Fresse, ist das scheiße, ey. Ich glaub auch, also ich werde nicht mehr so viel Missionen, sobald ich auch nur ansatzweise weiß, in welcher Richtung Xardas wohnt, mache ich die Hauptmission und dann habe ich Gothic 3 durch, oder? Gibt's ein Badge für ein Kampfsystem? Ich meine nur. Oh, komm. Ich hab damit kein Problem. Pass auf! Der letzte Scheiß. Nicht da reinlaufen, nicht da reinlaufen. Nein! Ich hab da. Los, 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 los. Mach das nicht nochmal. Hab ich gar keinen Bock drauf. Bleib stehen! Ich mag so eine komischen Dingssachen nicht. Kenn ihn keinem. Nee, nee, nee. Nicht mit dem Kampfsystem hier. Never. Ach komm, Dickerchen. Ne? Ein bisschen durchhalten schaffst du noch, ne? Ich brauche mehr Fleisch für die ganze Kacke hier. Das hätte ich dir vorgestellt. Das geht's doch gar nicht. Okay, wir haben ihn erledigt. Das dauert Ewigkeiten, bis ich den verbessert habe. Da ist nichts zu holen.
Oh, es lohnt sich gar nicht bei dem Essen, was ich verbrauche. Du kannst ja auch erstmal deine Kampffertigkeiten leveln. Nein. Wir sprechen uns noch. Alles noch dran? Respekt, hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Danke. Hier ist dein Preisgeld. Danke. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, und jetzt ist theoretisch noch der da übrig, der hat was halt in der Rüstung hat, ne? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Na gut, wenn wir den noch haben, können wir mal ausprobieren. Jetzt sollte ich schauen, ob ich noch Fleisch braten kann. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hatte ich den da nicht jetzt schon, Fedo? Am besten, du hältst dich da raus. Ich denk darüber nach. Ja, ich hatte den. Fedo hatte ich doch schon, oder? Ich habe geschlafen. Und dann den einen Typen fragen. Und dann sagt er mir ja, ob noch jemand übrig ist oder nicht. Ob ich jemand irgendwie vergessen hatte jetzt. Die haben ja nicht wirklich ein Schlafsystem hier. Tagesrhythmus meine ich. Da kann man dann auch nachts machen. Wo ist der? Obwohl der eine, der hat. Genau der eine wird wahrscheinlich. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Doch nicht. Dann ist doch noch der hier übrig. Der mit F, Fedor oder so. Ich denke, das hat uns gerade noch gefehlt. Ja. Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena. Ich hab richtig Bock drauf, ne? Richtig Bock. Warum nicht? Kann dir doch egal sein. Ich hasse Arena-Kämpfer. Dann zeig mal, was du drauf hast. Nichts Schlimmeres. Mit einer Axt. Okay. Es gibt einen Kampf. Sehe ich jetzt erstmal eine Axt? Die anderen bisher nicht. Bisher habe ich. Also außer bei den Orks. Ach, nicht gegen jemand mit einer Axt gekämpft. Lass dir das nicht bieten! Mach ich nur für Erfahrungspunkte und so, ne? Für nichts anderes. Was kann denn schon los passieren? Acht auf deine Deckung! Ja, pass auf, in der Scheiße. Schon! Einige Dinge werden sich niemals ändern. Komm schon, den schaffst du! Vielleicht reicht mir ein Stück Fleisch bei dem. Wenn ich ihn dann treffen würde, das wäre das Ding gewesen. Wenn ich ihn dann getroffen hätte. Sagen wir es so. Wo war der? Als wenn das nicht schon genug Probleme hätte. Okay, der kämpfe mit mir. Der kämpft halt also dann, anders. Wir sehen uns in der Arena. Aber das geht ein bisschen, weil die Reichweite ist es halt auch, ne? Bei der Axt ist ja kaum Reichweite. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wir machen nur die ganze Zeit irgendwelche Wirbelangriffe. Oh, was ein bisschen penetrant ist. Sag's ihm! Aber auch nur minimal penetrant. Ja! Nicht nachlassen! Ja, total nicht nachlassen, du. Ah. Zeig's ihm! Da! Ja, nicht nachlassen! Zeig's ihm! Da! Irgendwie seinen starken Angriff, ich weiß nicht. Den habe ich noch nicht nicht so gerade erkannt, also mit dem, was er mir auch da gerade abgezogen hatte. Ja, scheiß Wirbelangriff, ne? Ich habe jetzt schon mal 45 Kugeln. Ich brauche. Da ist nichts zu holen.
Ich brauche 75. Da ist nichts zu holen. Das ist so. Da muss ich aber noch irgendwas anderes machen. Da muss es hier außerhalb noch irgendwas geben, dass man den Ruf definitiv verbessern kann. Weil für Marek kann ich ja nichts machen. Ich habe damit kein Problem. Das ist aber auch krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es sich so. Dann hätte ich nämlich hier den Söldnerpart machen müssen. Und es kommt noch schlimmer. Ich glaube dir keiner. Oh, aber in Kap Gun kann ich das eine oder das andere machen. Da könnte ich auch mal die Rebellen verraten. Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. War doch noch nie anders. Danke. Am besten, du hältst dich da raus. Das heißt, müsste der andere eigentlich. Das hat uns gerade noch gefällt. Warum weckst du mich? Warum ich euch wecke? Weil ich brauche ein Bett. Ich kann ihn nicht anvisieren. Die Betten, weil die da schon drin sind. Mann, was willst du? Ich möchte gerne in das Bett. Deshalb bin ich nicht. Noch eigentlich viel zu wenig. Die haben auch keinen richtigen Tagesrhythmus, weil es gibt auch einfach nicht, glaube ich, nicht genug Betten. Ist hier noch was? Na gut, dann, wenn ich hier nächstes Mal schlafen kann, bleibe ich einfach sinnlos rumstehen, oder? Ja, so ungefähr, ne? Ich dachte, da oben war doch ein Magier, den habe ich voll vergessen. Hier ist ein Bett. Erstmal 10 Jahre nach einem Bett suchen hier. Wieso kann ich nicht auf so einem Heuballen pennen? Ist doch ungerecht. So, theoretisch müsste jetzt nur noch der eine übrig sein. Ich will mal gucken, möchte ich gerade irgendwie nicht so machen. Aber ich will mal schauen, ob wir bis dahin das erledigt haben, dass nur noch er offen wäre. Oder ich probiere es einmal aus. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Muss ich, ja. Wie du willst. Am besten du hältst. Jetzt bekommst du deine Packung. Danke, ich hätte schon immer gerne Packung bekommen. Ich will mein Geld zurückhaben. Ich hab richtig Bock, ne? Was hat der Bock für eine Rüstung an? Bleib stehen! Okay, der hat auch eine Axt. Der macht wahrscheinlich die gleichen Angriffe. Der wird nur mehr Schaden, nehme ich mal an. Zufügen. Und er wird eine krasse Rüstung an, haben sie zumindest so aus. Muss ja einen Unterschied geben zu dem anderen. Sag mal. Rennen wir doch nicht hinterher. Das Blut ist schwarz. Also meins eh, ne? Hätte ich jetzt mal hier so nicht gedacht. Komm schon, den schaffst du! Komm schon, den schaffst du! Mach deine Deckung! Genau mein Ding hier, ne? Lass dir das nicht machen! Hör doch auf! Ah, er schon mal was, brauche ich bestimmt eh. Okay, ich muss auch auf meine Ausdauer achten. Das hat gesessen! Ich hasse das, wenn man so hinfliegt, ne? Da! Dem hast du es gezeigt! Der wollte sich gerade gar nicht bewegen. Was ist das denn für eine Kacke? Ich verstehe das halt manchmal einfach nicht. Du drückst alle möglichen Sachen und er bewegt sich ein Scheiß. Mach dich bereit, großer Champion. Das System ist ja jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst am besten, du hältst dich da raus. Naja, ich ziehe das jetzt hier durch. Du solltest meinen Rat annehmen. Trotzdem. Red noch mit dem Magier und dann suche ich Xardas. Dann renne ich einmal durch die gesamte Map und weg Xardas suchen. Bleib stehen! Und dann, je nachdem, welche Aufgaben ich in Wirklichkeit machen muss, mache ich die dann. Also, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so begeistert von, ne? Weil es halt manchmal wieso, du schießt durch Sachen, du schlitzt durch Sachen durch. Und. Ja!
Und dann blockst du. Du blockst aber nicht. Also das registriert es einfach nicht. Also es ist einfach. Qualität checkt mehr gegen null als überhaupt. Ich hasse das, ne? Ich hasse das. Ach ja. Ich glaube, es ist auch der letzte Arena-Kampf, den ich mit reinnehmen werde. Und wenn ich dann wirklich noch welche machen muss, werde ich die machen. Ich werde es nicht mit aufnehmen, weil. Ja. Weil ich es kann. Ich nicht dazu verpflichtet bin, das zu machen. Na, da bin ich mal wieder reingelatscht. Bleib stehen! Ich hätte lieber Dingskämpfe in Elden. Also, weil das ist wenigstens ein richtiges System. Das war nicht so, so ist. Oh, der hat ja auch so viele Punkte, ne? Kann ich ihn eigentlich anzünden? Aber da brauche ich so viel Zeit, das klappt nicht. Und Bogen auch nicht, das ist so ungerecht. Bei den Arena-Kämpfen muss man ja gefühlt Schwert nehmen. Das Schwert oder irgendwie so eine Waffe nehmen. Warum? Was war jetzt? Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber es hat immer nicht gefunzt. Damit habe ich das gesamte Fleisch aufgebraucht. Finde ich gut. Aber ich habe jetzt auch, ja. Ich muss ja irgendwie Ingu verbessern. Nee, ohne geht es nicht. Ich habe geblockt, verdammte Kacke hier. Jetzt reicht's aber so langsam mal. Also ich finde es halt wirklich blöd. Und deshalb werde ich das echt kurz ab, ne? Die Sachen halt dann nicht mehr mit aufnehmen. Oder einfach komplett rausschneiden. Ich weiß noch nicht. Ihr werdet ja sehen, ob es drin ist oder nicht. Und ich will diese anderen scheiß Kommentare gar nicht lesen, wie gesagt. Dazu sage ich nichts mehr und dann, bann ich halt, ne? Es ist kostenloser Content. Wer das nicht sehen will, muss sich das ja nicht anschauen. Was anderes, wie wenn man das Geld zahlen müsste, um es anzugucken. Nicht nachlassen! Zeig's ihm! Dann, ja. Außerdem, ich bin wütend. Ich lasse jetzt meine Wut so raus. Ich hasse diese Arena-Kämpfe. Weil, also, als Magier kann man da ja nichts machen. Also, der braucht ja so lange zum Zaubern. Da hat man ja auch einfach nur eine Chance, ne? Das ist es ja. Du hast einfach da doch null die Chance, was zu machen. Bleib stehen! Wieso soll ich stehen bleiben? Wir sind im Arena-Kampf, dann beweg dich. Wenn du das nicht kannst, nicht mein Problem. Das darf doch nicht wahr sein! Okay, wir haben ihn. Auch noch richtig lang. Aber den Ruf könnte ich jetzt auch gar nicht weiter verbessern. Ich meine, jetzt ist ja niemand von dem Arena-Kampf mehr übrig. Ich stehe auch, ich habe keine Zeit, außerdem bin ich pisst. Da ist nichts mehr zu holen. Da, nichts zu holen. Tut das weh! Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Gerne. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Danke. Du hast da noch was vergessen. Ja. Und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Ja, danke. Lass mich in Ruhe. So, jetzt haben wir das mit der Arena eigentlich erledigt. Du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Ja, danke. Am besten du hältst dich da raus. Aber ich hätte mit ihm wahrscheinlich gar nicht kämpfen müssen. Wahrscheinlich wäre dann, wenn ich mit ihm noch nicht gesprochen hätte, irgendwas anderes losgegangen. Nehme ich mal an. Na gut, dann komme ich aber jetzt hier nicht weiter. Da muss ich ja eher auf Erkundungstour gehen. Und auf dieser Erkundungstour könnte ich vielleicht Xardas treffen. Ich muss noch nach einem Turm Ausschau halten. Weil hier, das dauert ja noch 10 Millionen Jahre. Keinen Schritt. Nein,
Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 20 Punkte fehlen mir noch und ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wo ich die herbekommen würde, weil Marek, sei will jetzt vielleicht mit mir reden, nach dem Arena-Kämpfen, nicht mehr mit mir reden will. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Er will wieder mit mir Alle reden. Achtung, da kannst du stolz drauf sein. Nee. Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Er will eigentlich nicht mit mir reden. Am besten, du hältst dich da raus. Na gut. Dann weiß ich auch nicht weiter. Möglich ist alles. Ist das dein Ernst? Dann gucken wir mal, was es noch außerhalb von Monterra gibt. Erkundungstour nach Xardas Turm würde ich sagen, vielleicht in der nächsten Folge mal sehen. Mir fehlen zwar noch ein paar Feuerkelche, lassen wir das. Ist ja auch so blöd. Ich muss ja mit den Rebellen das machen, weil die Paladine ja die Feuerkelche hatten. Naja, ich würde auf jeden Fall noch mal meine anderen Sachen ausgeben für Magiegedöns, was mir in einem Arena-Kampf einfach mal null bringt oder weiß ich nicht, wenn man zu viel Gegner auf einem Fleck sind. Aber naja, sagen wir es so. Es war mir auf jeden Fall wie immer ein inneres Blutpflücken.